Mann Michael Stoschek hat auch eine Neuauflage des Stratos aufgebaut. Und jetzt kommen wir zum originalen Einsatzfahrzeug, das Walter Röhrl 1970 auf der Bavaria Rallye gefahren hat. 1970 im Texaco-Pokal. Und eigentlich hätte er vor 2 Jahren damit an den Start gehen wollen. Jetzt ist es leider 2 Jahre später geworden. Aber es ist ein Wiederaufbau mit der originalen Polierung seines ersten Autos, auf dem er größeren Rallyes international auf sich aufmerksam gemacht hat oder nationalen Rallyes auf sich aufmerksam gemacht hat. Auf der mit uns den 3-zweifachen Rallye-Weltmeister Walter Röhrl. Und sein Sponsor folgt mit dem Walter Röhrl 911 Dietz Porsche. Ich nehme mal an, am Steuer sitzt der Raphael Dietz selber, der Chef des Hauses, der diese beiden Autos hier für Walter Röhrl aufgebaut hat. Chef des Hauses Dietz Klassik. Und es sich nicht nehmen lässt, auch hier zu starten. Und privat aufgebaut in der Freizeit als Auto. Ja, auch der Chef des Hauses Dietz lässt so ordentlich krachen. Aber auch Dieter Röschreis war mit diesem Auto hier erfolgreich. Das Auto ist dann nach England verkauft. Sport Quattro S1 von Matthias Trautz, 2,2 Liter, 5-Zylinder Motor mit 460 PS. Gleich dahinter haben wir ein ganz besonderes Pilotenpaar. Welcome Stig Blomqvist, all the way from Scandinavia to us, der diese Autos vor Walter Röhrl noch sehr erfolgreich pilotiert hat. Und wie die Geschichte sagen, auch Walter Röhrl den Umgang mit dem ungewohnten Allrad Linksbremsen beigebracht hat und dann sehr schnell von Walter Röhrl aufgrund seines Ausnahmetalents auch überholt wurde in den Ergebnissen. Aber nach wie vor eine Ausnahmepersönlichkeit, Stig Blomqvist, viele Rallyes gefahren, sehr erfolgreich gewesen in seiner aktiven Zeit. Wir haben hier die Nummer 146 am Start. Harald Demuth jetzt auf seinem